Meine Damen und Herren, ich stelle Ihnen heute vor oder führe ein in den Vortrag in der Reihe Heidelberger Physiker erinnern sich den Kollegen Dubas. Herr Dubas hat schon hier in Heidelberg Physik studiert und auch hier seine Diplom- und Doktorarbeit durchgeführt. Aus der Zeit kennen wir uns, denn wir haben damals gemeinsam ein großes Experiment unter Leitung von Herrn Ackermann, der heute Professor in Marburg ist, ein großes Experiment dort aufgebaut zu nuklearen Festkörperphysik. Da haben wir damals Nächte vor der Apparatur gemeinsam gesessen und auf ein Kernspinresonanzsignal beta-aktiver Kerne gewartet. In den weiteren Stationen, die jetzt zum wissenschaftlichen Leben von Dubas gehören, kommt immer wieder das ILL, das Institut Laue Langevin in Grenoble, vor. Dort war er zunächst als Postdoc, wieder auf dem Gebiet der nuklearen Festkörperphysik. Dann war er von 85 bis 90 dort ein Senior Scientist. Und noch einmal von 1998 bis 2001 war er Direktor des ILL. Von daher auch eine gewisse frankophone Grundhaltung von Herrn Dubas, verständlicherweise. Die wiederholte Erwähnung des Instituts Laue Langevin und des dortigen Höchstflussreaktors deutet schon darauf hin, dass das Hauptinteresse von Herrn Dubas dem Neutron und dann später auch mal dem Antineutron galt. Und hervorzuheben ist insbesondere seine sehr bekannt gewordene Arbeit zum Beta-Zerfall des freien Neutrons. Aus dem Beta-Zerfall, der Lebensdauer, konnte dann ja auch sehr genau die Kopplungskonstante der schwachen Wechselwirkung bestimmt werden. Für diese Pioniertat erhielt er dann später den Stern-Gerlach-Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Man kann eigentlich die Experimente von Dirk Dubas eigentlich so charakterisieren. Oft wird ja Physik betrieben, ausgehend von einer bestimmten brennenden oder weniger brennenden Fragestellung. Aber bei Dubas steht eigentlich immer die außerordentliche Raffinesse des Experimentes im Vordergrund. Von ihm stammt der Gedanke, wenn man nur etwas deutlich genauer, viel genauer messen kann, als alle anderen das bisher konnten, dann wird schon was Interessantes dabei rauskommen. Das war in gewisser Weise sein Programm und das hat sich auch so erfüllt. 1993 kam er dann von München als Professor hier nach Heidelberg an das Physikalische Institut und hat da eben die Arbeiten der geschilderten Art auch hier weiter durchgeführt. Man sollte aber auch noch erwähnen an dieser Stelle, dass er sich große Verdienste um den Institutsneubau hier in Heidelberg erworben hat, in dem wir jetzt hier versammelt sind. Auf ihn geht übrigens auch, habe ich mir sagen lassen, oder weiß es auch von ihm, der Hase als das Kunstwerk hier vor dem Physikalischen Institut zurück, das irgendwie eine Demonstration des Tunneleffektes darstellen soll. Das führt mich dazu, nochmal auf den besonderen Titel des Vortrags hinzuweisen, Fröhliche Wissenschaft, und dem sehen wir jetzt erwartungsvoll entgegen. Schönen Dank. Der Titel ist eigentlich ein Plagiat, vielleicht kennen Sie den Herrn, der guckt meistens gar nicht so fröhlich rein. Und deswegen habe ich das nochmal erweitert von Neutronen und anderen wichtigen Dingen. Also ob die Neutronen wichtig sind, das möchte ich mich jetzt nicht zu äußern. Sie haben allerdings einiges Gewicht, weil wenn wir uns morgens auf die Waage stellen, dann ist fast die Hälfte davon sind Neutronen. Und die viel wichtigeren Elektronen, die tragen nur mit 12 Gramm bei, typisch. So, ich bin in Tübingen zur Schule gegangen. Dort, das hier ist Tübingen in den schönsten Farben. Das U-Land-Gymnasium, das ist irgendwie hier links hinter den Bäumen.
Das liegt an der Uhlandstraße in der Nähe vom Uhlandplatz, und zum Schwimmen sind wir ins Uhlandbad gegangen. Das klingt jetzt ein bisschen provinziell, ist es vielleicht auch, aber gegenüber hier auf der anderen Seite, da war das Tübinger Stift. Da haben früher als Schüler der Herr Hegel und der Herr Hölderlin und der Herr Schelling in ihrem Schülerzimmer die gesellschaftliche Utopien ausgeheckt. Später war dann noch der Mörike und der Hauf da. Vorher war der Herr Kepler da, dessen Mutter dann als anerkannte Hexe bleibende Schäden davongetragen hat. Die Ureinwohner von Tübingen, das sind die Gorgen. Die sind bekannt einmal für ihre derbe Sprache und für ihren sauren Wein. Also insgesamt ist es doch ein ganz interessantes Biotop. Die Schule, in die ich gegangen war, das war, auch damals gab es Schulversuche, und das Uhland-Gymnasium war eine Versuchsschule. Und wir hatten in der reformierten Oberstufe, mussten wir wählen zwischen Mathe und Englisch. Das glaubt man heute gar nicht. Und durften ein naturwissenschaftliches Fach wählen. Und die viele Zeit, die man da gespart hat, die ging in 10 Stunden zusammen Griechisch und Latein. Und wenn man dann noch Philosophie und Religion abzieht, dann blieben nur noch 13 Wochenstunden übrig für das, was man heute als Allgemeinbildung bezeichnet. Man weiß ja, Bildungslücken tun nicht weh. Man spürt sie meistens gar nicht. Das Englisch fallen gelassen habe, das kam mir eigentlich ganz gut zu Pass, weil ich war vorher mit 17 Jahren für ein Jahr in Amerika gewesen. Und zwar in Ann Arbor in Michigan. Das war fast so schön wie Tübingen. Es hat mir da sehr gut gefallen, und es ist immer noch so, wenn ich in Amerika aus dem Flugzeug steige, dass sich meine Stimmung hebt. Ich weiß nicht warum, aber so ist es. Ja. Hier unten ist die Schule, die sieht heute noch so aus, in die ich gegangen war. Eine hervorragende Schule, muss man sagen. Das war eine Ganztagsschule, hinterher hat man normalerweise Sport gemacht, Cross-Country, und abends bin ich 4-mal die Woche zu Kroger, je 4 Stunden zum Geldverdienen gegangen, und ich muss sagen, ich habe in Amerika eigentlich das erste Mal in meinem Leben richtig gearbeitet. Ja. Bei Kroger, da habe ich den Damen ihre Einkäufe in Tüten gepackt und zum Auto gebracht. Das war damals alles echter Service. Und über mir am Ausgang war ein Schild mit einem Pfeil nach unten, auf dem stand: If this clerk does not say thank you with a smile, dann konnte man sich aus einem Regal irgendein Item auswählen. Also die Amerikaner waren damals schon recht subtil. Ja. Ich bin dann direkt nach dem Abitur nach Göttingen gegangen, wie manche andere auch, und habe, wie das damals üblich war, die ersten 5 Semester ausschließlich im Mathematischen Institut zugebracht, wenn man nicht gerade im Ratskeller war. Die Mathematik war sehr schwer, also im zweiten Semester Integralrechnung kam während des ganzen Semesters kein einziges Integralzeichen vor.
Und das mag einem heute ein bisschen schräg vorkommen als Physikausbildung, aber es hatte drei Vorteile. Erstens, als sprachlich Vorbelasteter hatte man keinen Nachteil gegenüber den naturwissenschaftlich Vorgebildeten. Zweitens, was war es? Mit so einem Portfolio kann man dokumentieren, dass man sich einen gewissen Luxus leisten kann in seiner Ausbildung, ähnlich wie mit den alten Sprachen. Und drittens das ist den wichtigsten Punkt, man verliert die Scheu, Dinge zu machen, die eigentlich viel zu schwer für einen sind. Ja? Ach, ich wollte noch zurückkommen. Ja, ich bin kein Schwabe, das haben Sie vielleicht gemerkt. Ich bin in Dresden geboren und wir sind 45, ist meine Mutter mit ihren damals drei Kindern mit dem Leiterwagen nach Westen gezogen, nachdem unser Haus ausgebombt war, bis in den Keller, wo wir saßen. Und mein Vater war dann an der Ostfront und hinterher noch in Kriegsgefangenschaft, sodass es nach Tübingen noch eine Weile gedauert hatte. Gut, dann nach dem fünften Semester bin ich mit ein paar Gleichgesinnten nach Heidelberg gezogen. Dort habe ich gleich nach dem sechsten Semester mir eine Diplomarbeit gesucht. Dass ich so schnell Diplom machen wollte, lag nicht daran, dass ich besonders schnell studiert hätte. Also ich habe nach dem fünften mein Vordiplom gemacht, sondern ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Ich wollte irgendwas Gescheites machen und nicht dauernd nur in der Vorlesung sitzen. Und ich hatte allerdings nur einen Schein damals und das war beim Herrn Jensen. Da habe ich die Quantenmechanik gehört nach Heisenberg und die Matrizentheorie. Ich habe das Bild gewählt, weil da steht Do not use, weil der Herr Jensen hatte die Angewohnheit, seine Tafelanschrift an der rechten unteren Ecke anzufangen und sich dann irgendwie hochzuarbeiten. Mir hat die Vorlesung ganz gut gefallen, weil mich das irgendwie entfernt an Göttingen erinnert hat. Aber ich hatte keine Vorstellung, dass das irgendwas mit Physik zu tun haben sollte. Und als Mitte des Semesters der Herr Jensen dann sagte, machen wir mal ein Beispiel, nehmen wir einen Elektronenstrahl. Da war ich völlig erschüttert, weil ich nicht wusste, was all das mit dem Elektronenstrahl zu tun haben sollte. Naja, auf jeden Fall, wir haben ihn dann gefragt, was er für ein Lehrbuch empfehlen kann. Da sagte er, wüsste er nicht, er hätte noch nie ein Lehrbuch in der Hand gehabt, er hätte das alles aus der Originalliteratur. Das war im Gegensatz zu Göttingen. In Göttingen haben wir den Schwiegersohn vom Pol gefragt, was er für ein Lehrbuch empfiehlt. Und er sagte, das Einzige, was in Frage kommt, ist der Pol. Das hat nachträglich unseren Umzug vielleicht auch ein bisschen noch begründet. Ja, ich hatte mich für die Diplomarbeit umgeschaut und habe ich am Schluss dann eine gewählt, wo es noch gar nichts gab, das außer einem leeren Labor. Und zwar, das war beim Herrn Ackermann, die sollte man Kernresonanz an kurzlebigen polarisierten Kernen machen, und zwar die polarisierte Beta-Kerne haben eine Beta-Asymmetrie, das war damals relativ neu, das war die Paritätsverletzung und das wurde gleich verwendet, um damit andere Sachen zu machen. Und das NMR-Signal erkennt man, dass
die Polarisation verschwindet im Resonanzfall und damit die Beta-Asymmetrie. Und da konnte man mit ganz wenigen Kernen dann Kernresonanz machen. Die Idee dazu hatte der zu Putlis aus Amerika mitgebracht. Also ich habe dann in dem leeren Zimmer angefangen. Das Erste, was ich gemacht habe, war ein paar große Holzbalken reinzulegen, weil ich da einen Magneten draufstellen sollte und ansonsten wäre die Decke durchgekracht im alten physikalischen Institut. Den Magnet musste ich dann homogenisieren. Währenddessen haben wir einen Kryostat bestellt bei einem Herrn Stör. Der hatte Molkerei-Armaturen hergestellt und dem haben wir erklärt, wozu wir das brauchen und er hat uns dann den Kryostat gebaut und ich habe im Internet gesehen, das ist ja inzwischen ein Hidden Champion auch für die Wissenschaft und in seiner Historie steht so vor 1970 hätte er dann Geschmack gefunden daran. Wir hatten auch einen Frequenzgenerator, heute ist das so ein kleiner Baustein. Und das war wie ein großer Kühlschrank, ja, bis an die Decke, ein Apparat. Okay, also, wo haben wir die polarisierten Kerne hergehabt? Die haben wir am Forschungsreaktor 2 in Karlsruhe durch den Einfang polarisierter Neutronen hergestellt. Der Herr Winnacker hat da ja schon drüber berichtet. Und wir haben den Umzug ins Forschungszentrum mit einem Tieflader an einem grünen Donnerstag gemacht und ich hatte vor, bis nach Ostern, über Ostern, das Kernmoment vom Indium 116 zu messen. Das war mein Ziel und da hatte ich aber gleich mehrere Enttäuschungen. Die erste Enttäuschung war, dass die Reaktormannschaft sich geweigert hat, am grünen Donnerstagnachmittag das Zeug in den Reaktor reinzuschleppen. Dann eine andere Enttäuschung war, ich hatte dann neben den Neutronenstrahlen mein Bett hingestellt. Das hat die Sicherheit beschlagnahmt, was ich in meinem Unverstand auch nicht. Und die dritte Verwunderung, die ich hatte, war, dass der Herr Ackermann gesagt hat, er wollte noch zwei Doktoranden einstellen, wo ich darüber über Ostern das Ding messen wollte. Ja, den Herrn Winnacker und den Herrn Mertens. Okay, das hat dann ein Jahr intensiver Arbeit zusammengebraucht, bis wir tatsächlich die erste Resonanz gefunden haben und dann noch an mehreren verschiedenen Isotopen. Ja, hier auch zu meiner Diplomarbeit aufgenommen, die Stützen der Gesellschaft damals. Das hier ist in der Wohnung vom zu Putlitz. Der wusste gar nicht, dass das da stattfindet. Er war nämlich gerade in Amerika und das hinterher mit Verwunderung. Okay. So, anschließend habe ich auch eine Doktorarbeit gemacht. Da war das Ziel dann ein bisschen anspruchsvoller, dass man nicht nur die magnetischen Kernmomente misst, sondern auch Quadrupolmomente von kurzlebigen Beta-Strahlern. Und das haben wir dann gemacht für Lithium 8 und für Fluor 20. Und aber noch wichtiger war, wir haben dann eine ganze Reihe von Experimenten gemacht zur Festkörperphysik mit nuklearen Methoden. Und ich möchte hier nur ein Beispiel angeben. Wenn hier in einem kubischen Kristall ein Fluor ein Neutron einfängt, dann gibt es einen Gamma-Rückstoß und es fliegt hier durch den Kristall. Und am Schluss macht es einen Ersetzungsstoß und erzeugt im Regelfall neben sich ein Zwischengitteratom. Woher wussten wir das?
wir wussten das aus der Quadrupolaufspaltung, die diese Kerne sahen, weil im kubischen Kristall haben sie keine Quadrupolaufspaltung, aber hier ist die Symmetrie gebrochen und dann haben sie eine dicke Quadrupolaufspaltung. Wenn man nur eine Linie dieser Aufspaltung trifft, dann ändert das an der Polarisation fast nichts. Deswegen haben wir dann ein Modulationsband über diese Aufspaltung geschoben und dann jedes Mal, wenn wir eine Resonanz getroffen haben, ist es tiefer und tiefer gegangen und wenn wir wieder rausgefahren sind, ist es wieder hochgegangen und wir haben auch das Vorzeichen der Wechselwirkung bestimmt und aus Größe, Vorzeichen und Winkelabhängigkeit. Ja? Wir haben den Winkel hier bestimmt zu 45 Grad, konnte man beweisen, dass das an diesen Zwischengitterdefekten liegt. Noch wichtiger fast war, bei einer bestimmten Temperatur von ungefähr 75 Grad verschwand diese Struktur wieder, weil die Zwischengitteratome ausgeheilt sind und dadurch hat man dann die Aktivierungsenergie eines Zwischengitteratoms feststellen können, was mit anderen Methoden gar nicht so einfach zu machen ist. Gut, die Neutronenphysik, die haben wir in einer sehr schönen und anspruchsvollen Vorlesung beim Herrn Beckert gehört, wie der Herr Winnegar auch schon erwähnt hat, der dann 20 Jahre später einem Anschlag durch die Rote Armee-Fraktion zum Opfer gefallen ist. Die Festkörperphysik mussten wir auch lernen, weil keiner im Institut nur die geringste Ahnung davon hatte. Das haben wir so gemacht. Ich habe ein paar Doktoranden selber gesammelt und wir haben ein Privatseminar gemacht und das lief so ab. Jeder musste den nächsten Vortrag vorbereiten und wir hatten eine Weinflasche, die haben wir gedreht und der, auf den sie stehen geblieben ist, der hat die Weinflasche gekriegt und musste den Vortrag halten und so haben wir den Kittel, der damals ganz neu war, von vorne bis hinten durchgemacht. Das waren damals aufregende Zeiten, nicht nur in der Wissenschaft. Ich war damals zum Mittelbauvertreter gewählt worden, obwohl ich noch Doktorand war. Ich weiß auch nicht, wie das zuging, aber das war damals halt so. Und habe dann Heinz und Sörgel nach Kräften das Leben schwer gemacht. Die haben sich nicht zu sehr dadurch irritieren lassen. Heute sagt man manchmal, diese Zeiten waren wichtig, weil dadurch erstmals die Sünden der Väter aufgearbeitet wurden. Nach meiner Meinung stand das nicht im Vordergrund, weil das lief nach dem gleichen Muster ab wie in Berlin und in Berkeley. Und die haben von den Sünden ihrer Väter nichts wissen wollen. Ja, außerdem in einem gewissen Alter, die Leute interessieren sich nicht so sehr für ihre Eltern und für deren Taten bei aller Zuneigung, aber so ist das halt. Ja. Ich glaube, das ist eher unter die Rubrik Schutzbehauptung einzuordnen. Ja, der Herr Steckmann kam als Doktorand dazu. Hier ist er, von dem habe ich sehr viel gelernt. Also das war eine sehr angenehme Zusammenarbeit. So, dann die Doktorarbeit. Hier, das war die Doktorabholung damals mit den Diplomanden zu der Zeit außenrum. Ich war hier das polarisierte Neutron und durch äußere Einwirkung im Kristall wurde dann ein Spinflip produziert. Sie sehen hier meine Frau, die freut sich, dass ich mich für sie auf den Kopf stelle. Ja. Ich
weiß ich nicht, ob das. Ah, okay. Anschließend sind wir nach Grenoble gezogen. Da war gerade das ILL frisch eingeweiht unter erst Meyer-Leibniz, dann Mössbauer. Und hier ist das ILL. Die ESAF gab es damals noch nicht. Das ist die ISER, das ist der TRAC. Das ist die Bastille. Die Bastille, die Kanonen, die haben sich übrigens nicht auf die Stadt gerichtet, sondern gegen den Berg, falls hier die Italiener rüberkommen. Okay. Ja, in Grenoble haben wir ein reichhaltiges Programm gehabt. Ich möchte nur wieder eine Sache hier erwähnen, die mich besonders fasziniert hat. Wenn wir einen Kristall haben mit gleichzeitiger magnetischer Dipol- und elektrischer Quadrupol-Wechselwirkung, dann und wir haben eine Polarisation des Kerns nach dem Neutroneneinfang, dann hat man diese Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Tensoren, den Polarisationstensoren und den Wechselwirkungstensoren. Und ich hatte mir da schon in der Doktorarbeit mich dran versucht und gut, das auszurechnen, weiß man, wie man das macht, aber was man haben will, ist eine irreduzible Darstellung. Was heißt irreduzible Darstellung? Das ist ja die einzig mathematisch, physikalisch vernünftige, weil sie auf überflüssige Summationen verzichtet. Und ich habe die auch gefunden gehabt für manche Spezialfälle, aber noch nicht für den allgemeinen Fall. Hier ist eine Messung der Beta-Asymmetrie in einem nicht-kubischen Kristall, wo man auch Quadrupol-Wechselwirkung hat. Und je nachdem, wie stark das Magnetfeld ist, ist die Asymmetrie, verschwindet die und wandelt sich teilweise in eine Tensorpolarisation um, was eine Gamma-Anisotropie dann erzeugt. Und zum Glück war damals in Heidelberg, kam der Herr Fano vorbei und hat uns eine von seinen Arbeiten genannt, die man dazu braucht. Die war nur 3 Seiten lang und auf die habe ich das dann aufgebaut und dann diese Kurven hier rausgekriegt. Und aus dem Verhältnis von beiden kriegt man auch das Vorzeichen der Quadrupolwechselwirkung und so weiter. Diese Abweichungen hier übrigens, das beruht auf Kreuzrelaxation, das haben wir später noch genauer gemessen und da ist eine ganze Spektroskopie drauf gegründet worden, aber da wollte ich jetzt nicht eingehen. Ich habe den Fano später nochmal in Chicago besucht und was mich immer gewundert hat, ist, dass diese Arbeit außer von mir, von fast niemandem zitiert ist, obwohl viele Leute die brauchen. Okay. Mit dem gleichen Rechnerpaket, Programmpaket, konnte man auch zeitabhängige Störungen rechnen. Und das hier ist. Das sind hier gemessene und berechnete Mehrquantenübergänge in Lithium-Tantalat und das stimmt auch sehr gut überein. Da kriegt man das sehr genau das Quadrupolmoment raus aus diesen Messungen. Okay, so, wir waren mehr als 2 Jahre in Grenoble und sind dann wieder nach Heidelberg zurückgekehrt. Der Herr Winnager, der ist nach meiner Diplomarbeit, hat er sich auf neue Abenteuer in den USA eingelassen. Er kam nur einmal zurück nach Grenoble, und weil er das selber nicht
in seinem Vortrag erwähnt hat, wollte ich das auch noch zeigen, das eine Mal hier, das ist mit Kollegen, sind wir hier oben auf dem Berg und haben dort unser rituelles Mahl eingenommen. Sie sehen die Frau Heitjans, die hält die Weinflasche fest unter Verschluss, weil wir auch noch nach unten kommen müssen. Okay, aber weshalb er wirklich kam, war, wir haben zusammen ein sehr schönes Experiment gemacht. Und zwar die in einem Festkörper, die Linienbreiten, die sind typischerweise so 10 Kilohertz bis 100 Kilohertz. Ja. Man sieht das hier, ja, das hier sind 40 Kilohertz, diese Struktur. Und das liegt daran, dass die Nachbarkerne halt auch Magnetfelder produzieren, die das verbreitern durch Dipol-Dipol-Wechselwirkungen. Jetzt bei unserer Methode hatten wir immer nur 10, 20 Sondenkerne überhaupt in unserem Kristall. Das heißt, die haben keine gleichartigen Nachbarkerne gehabt. Die nicht gleichartigen Nachbarkerne konnte man abkoppeln durch starke Resonanzeinstrahlung bei mehreren Frequenzen. Das haben wir auch gemacht. Und übrig blieb dann eine Beta-Linie, die nur noch eine Resonanzlinie, die nur noch 32 Hertz breit war. Das war der Weltrekord damals. Der Herr Häberlen hat hier auch schon vorgetragen über seine Methode. Und ich wusste nicht, dass das damals der Weltrekord war. Aber er hat in seinem Vortrag hat ein Bild gezeigt von seinem Weltrekord. Und der war 190 Hertz. Ja, insofern, wir haben das nochmal dann angewandt in der Kernphysik und in der Festkörperphysik. Das Potenzial der Methode wurde nie richtig ausgeschöpft, vielleicht weil es doch ein schwieriges Experiment war. Okay, auf jeden Fall mit all den Arbeiten, die erste ILL-Crew damals waren, der Herr Ackermann, der Herr Stöckmann und diese Doktoranden, und die sind alle irgendwann mal Institutsleiter geworden später. Der Herr Ackermann ist nach Marburg gegangen, hat ihn als Nachfolger Walcher, der hat den Herrn Stöckmann mitgenommen auf eine Professur, und die Doktoranden von damals, die wir mitbetreut haben, der Herr Heitjans ist inzwischen Seniorprofessor in der physikalischen Chemie, der Herr Fujara hat einen Lehrstuhl für NMR in Darmstadt gehabt bis zu seiner Emeritierung. Der Harjolf Krupp hat, also die haben praktisch ihre Diplomarbeit weiter einfach verfolgt. Die beiden anderen sind auf neue Wege gegangen. Der Harjolf Krupp hat einen Lehrstuhl für Systemdynamik am Institut für Wirtschaftspolitik gekriegt. Und der Michael Krupp, also die sind nicht verwandt, hat ein sogenanntes Synapsis-Institut für Energieforschung gegründet, was, wie wir ja auch, von öffentlichen Mitteln gelebt hat, und hat sogar 2004 noch den Europäischen Solarpreis bekommen. Okay, mir selber wurde gesagt, ich könnte in Heidelberg bleiben, was mir ganz recht war seinerzeit. Weil wir hatten bereits zwei Kinder und okay. Ich habe dann in Heidelberg nach meiner Habilitation, ja, als ich zurückkam von Grenoble, sagte der Herr Sörge zu mir, Herr Duppers, machen Sie nicht die Ochsentour, habilitieren Sie sich einfach mit dieser einen Arbeit, mit der Reorientierung. Und aber weil ich wusste, dass der Herr Sörgel eine Habilitation als Zeitverschwendung ansah, habe ich nicht auf ihn gehört, sondern habe noch 7 andere Artikel dazu geheftet und dann mich 2 Jahre später kumulativ damit habilitiert. Und als Privatdozent habe ich dann 2 neue Projekte angefangen. Das eine war der Zerfall polarisierter
Neutronen. Zu der Zeit waren die Neutronenzerfallsexperimente in den USA und in Russland direkt an der Wand des Reaktors mit einem ganz kleinen Zerfallsvolumen. Und damals wurden die Papers noch veröffentlicht mit Counts per Hour, was die hatten, und haben Vielfachkoinzidenzen gehabt, E, Delta E, Protonen und so weiter, um den Untergrund Herr zu werden. Und das wollten wir besser machen. Wir haben dafür auch einen Geldgeber gehabt. Aber am ILL haben wir einen Antrag gestellt und der wurde abgelehnt. Warum? Da war ein sehr bedeutender Amerikaner wohl bekannt, der sagte, hatte in irgendeinem Summary-Talk fallen gelassen, auf dem Gebiet sind keine Fortschritte zu erwarten, da haben sich die besten Leute die Zähne dran ausgebissen, womit er sich selber meinte. Und das ILL hat das dann wörtlich genommen. Ich habe trotzdem den Apparat gekauft, der war ja bewilligt. Damals war die Welt noch nicht so gut vernetzt, da hat das BMFT nichts davon erfahren, dass der Antrag abgelehnt worden war. Und ich wollte eigentlich einen Apparat bei Oxford Instruments kaufen, das war dann aber viel zu teuer. Dann hat BBC Mannheim gesagt, sie würden mir bauen, weil sie noch nie sowas gebaut hatten und das lernen wollten. Und wir mussten den dann noch zweimal aufschweißen, bevor er tatsächlich supraleitend wurde und so weiter. Übliche Sachen. Auf jeden Fall ein Jahr später habe ich dann nochmal am ILL einen Anlauf gemacht. Da hat nach 5 Minuten meines Vortrags der Vorsitzende, auch ein sehr bekannter Kollege, mich unterbrochen, hat gesagt, ich sollte aufhören. Und der Grund war, wir würden sonst keinen Kaffee mehr kriegen. Aber zum Glück war der Herr Sörgel trotz Grippe mitgereist und hat die Sache durchgeboxt. Und da war ich ihm sehr dankbar für. Ja. Wie wollten wir das machen? Wir haben sozusagen eine Flucht nach vorne gemacht. Wir haben alle Koinzidenzen, alles rausgeschmissen, einfach ein großes Zerfallsvolumen genommen und in einer Gegend, wo es keinen Untergrund gab, nämlich 100 Meter vom Reaktor entfernt, das ist die Rückwand von der Neutronenleiterhalle, praktisch im Freien, und da gab es nur die Cosmics. Und dadurch, als wir den Strahl aufgemacht haben, ja, das Volumen haben wir durch ein großes magnetisches Sammelfeld um Faktor 1000 vergrößert, den Untergrund verringert. Und als wir den Strahl aufgemacht haben, haben wir auf dem Vielkanalanalysator ein schönes Beta-Spektrum hochwachsen sehen. Also in so einem Moment, also ist eigentlich keine Fröhlichkeit, was man da hat, sondern man ist tief erschüttert oder fast unter Schock. Ja, und es dauert eine ganze Weile, bis man sich da erholt hat. Aber ich glaube, das hat ein gewisses Suchtpotenzial, weil das ist mir seither noch ein paar Mal so gegangen, und Sie werden das wohl auch kennen. Ja. Auf jeden Fall, im Neutronenzerfall gibt es viele Messgrößen, die nennt man nach dem ABC, geht bis zu hohen Buchstaben. Und im Standardmodell gibt es aber nur 2 Unbekannte. Das heißt, wenn man da mehrere von denen macht, dann kann man sehr scharfe Tests auf Physik jenseits des Standardmodells machen. Ich komme da später nochmal kurz drauf zurück. Auf jeden Fall, wir sind dann am Neutronenzerfall auch ein bisschen hängen geblieben, weil die Anforderungen, immer wenn wir gedacht haben, so okay, das langt jetzt, sind stets gestiegen, sowohl in der Teilchenphysik, auch in der Physik der Sonne braucht man das 2-mal, und die ersten Minuten
Nach dem Urknall braucht man die Neutronenlebensdauer direkt, aber auch die Neutrino-Querschnitte, die sind nur bekannt aus der Neutronenlebensdauer immer noch. Und gut, die Fragen der Teilchenphysik sind von der Art, ist die Quarkmischung unitär. Das heißt, unitär ist sozusagen ein Gerechtigkeitspostulat, die ein Quark muss so viel abgeben an das andere, wie es von anderen bekommt. Und das ist die Unitarität. Ist das Standardmodell komplett linkshändig oder hat es auch V plus A Anteile? Sind das nur Vektor- und Axialvektoranteile oder sind auch Skalar- und so weiter, Tensoranteile bei, wir haben eine Axionsuche gemacht und so weiter. Das ist das erste Team. Den Herrn Gliedmann werden manche von Ihnen kennen. Der war damals auf Jobsuche und deswegen habe ich den für eine Zeit lang nach Heidelberg geholt. Und hinterher hat er einen Ruf nach Berkeley bekommen. Als zweites Projekt Ausflug nach Flatland. Also damals im Colloquium hatte der Herr Wegner in den 70er Jahren erzählt von der Universalität der Phasenübergänge, dass die Phasenübergänge, egal in welchem System, in günstigen Fällen nur von zwei Dimensionen abhängen, nämlich der räumlichen Dimension und der Dimension des Ordnungsparameters, ja, was immer das ist. Und in drei Dimensionen war das wusste ich aus Grenoble, gut erforscht, aber in zwei Dimensionen hatte das noch gehapert und wir wollten lernen, dachten wir könnten lernen via Oberflächenphysik, wenn sich hier so Atome auf dem Kristall bewegen, wie dann der Übergang zu flüssig, fest und so weiter ist. Und da wollte ich mit Sachen, die wir schon kannten, die polarisierte Kerne zu nehmen und daran Beta-NMR oder Gamma-Perturbed Angular Distributions machen und die Kerne dynamisch polarisieren in zwei Dimensionen. Ich war damals beim Herrn Erdl in München und der hat mir seinen besten Mann mitgegeben, den Herrn, der war damals Privatdozent, der Herr Wandelt, und mit dem zusammen haben wir eine riesen Apparatur aufgebaut und haben es geschafft, tatsächlich einzelne Isotope nachweislich sauber auf Oberflächen zu bringen, was ein gewisser Aufwand ist. Und haben auch die Methodik veröffentlicht. Aber wir sind dann nicht so weit gekommen, nach ein Polarisationssignal zu sehen, weil ich habe dann ein Angebot gekriegt, dass ich nach Grenoble ging für 5 Jahre, um dort Senior Scientist for Nuclear Physics zu werden. Und eine 5-Jahres-Stelle war für mich damals war ein Wort. Ich hatte zwei schulpflichtige Kinder und deswegen bin ich dann nach Grenoble gegangen und habe dort ein neues Projekt gestartet, Suche nach Neutronen-Antineutronen-Oszillationen in der Kollaboration mit Kollegen aus Padua und Pavia, Gabriele Polierin, Dimila Baldo-Zeolin, ganz sehr tüchtige Wissenschaftler. Und Sie sehen hier oben, das ist das ILL wieder, das ist die Neutronenleiterhalle und da hinten haben wir eine lange Flugstrecke angeflanscht und hier ein großes Detektorgebäude. Hier, das ist der Track und die Autobahn nach Lyon. Wozu wollte man das machen? Seit Jahrhunderten postulieren die Leute ja für alle Wechselwirkungen und chemischen Umwandlungen die Massenerhaltung. Und
dem entspricht heutzutage die Baryonenzahlerhaltung. Und die Frage war, alle ernstzunehmenden Modelle jenseits des Standardmodells haben eine Verletzung der Baryonenzahl vorausgesagt, weil die kein, da steckt keine Symmetrie hinter. Und wurde deswegen damals schon nach dem Protonenzerfall mit Delta B gleich 1 gesucht. Und das gab Leute, die voraussagten, das sollte auch Delta B gleich 2 Übergänge geben und dass sie sich darin äußern, dass ein Neutron spontan sich in ein Antineutron umwandelt. Das Messprinzip war einfach. Wir haben einfach einen Neutronenstrahl über 70 Meter fliegen lassen und geguckt, ob hinten Antineutronen drin sind. Wir haben gut mit den Italienern zusammengearbeitet. Ich habe auch versucht, eine französische Gruppe zu gewinnen. Und ich hätte fast jemanden aus Südfrankreich rumgekriegt, dass seine Gruppe, dass er da mitarbeitet. Aber dann am Schluss ist er gekommen und hat gesagt, er glaubt nicht, dass seine Studenten da mithalten können, weil an der Universität die Studenten wüssten, das Höchste, was sie im Leben werden, ist Chef de Gare, hat er gesagt, Bahnhofsvorstand. Und die seien also nicht so zu animieren. Ich habe später mal einen Universitätsanwärter versucht, nach Grenoble einzustellen. Da hat dann der französische Co-Direktor sein Veto eingelegt. Eine englische Kollegin, die auch an dem interessiert war, hat ihn ganz spitz gefragt, are they damned forever? Und das waren die wenigstens damals. Es kann sich heute alles geändert haben. Alles, was man in unserem Alter erzählt, ist ja immer schon ein paar Jahrzehnte alt. Ja. Ich habe auch einen Kollegen an der Uni gefragt, ob er nicht eine Neutronenvorlesung halten könnte. Und da sagte er, nee, das müsste er in Paris genehmigen lassen. Und der Aufwand sei ihm zu hoch für die Genehmigung. Ich habe dann den Herrn Massak auf ein Sabbatical ans ILL geholt. Das ist einer der Väter des Standardmodells, der auch die Neutronenoszillation stark propagiert hat. Und er hat dort ein Seminar gehalten, mehrere Seminare gehalten und hat aus diesen Seminaren dann hinterher ein Buch gemacht, Conceptual Foundations of Modern Particle Physics. Ich habe ihn später in Virginia mal besucht. Da war er noch am Schreiben und hinterher hat mir sein Sohn in einem Brief geschrieben, dass er sein Manuskript in den Briefkasten gesteckt hat und zu seiner Frau im Scherz gesagt hat, jetzt kann ich beruhigt sterben. Und eine Woche später ist er im flachen Wasser umgekippt und da ertrunken, bevor ihn jemand gefunden hat. Also ich glaube, ich trete seiner Familie nicht zu nah, wenn ich das hier erzähle, aber das hat mich sehr berührt. So, das Enenbar Opsala Experiment. Hier ist der Start, hier ist die Garage für das Magnetometer, was da die ganze Strecke lang fährt. Hier ist ein divergierender Neutronenleiter, hier ist ein Personentransport. Also wir haben jeder monatelang in der verfluchten Röhre zugebracht. Und hier, das ist der Enenbar-Detektor, den unsere italienischen Freunde gebaut haben. Und hier ist die Annihilationsfolie, wenn das Antineutron da drauf tritt, dann gibt es ein halbes Dutzend hochenergetische Pionen und die wurden in einem CERN-artigen Detektor mit allem, was dazugehört, nachgewiesen. Die Probleme waren, okay, in der Sekunde hatten wir 10 hoch 5 Cosmics auf dem Apparat gehabt und wir wollten in einem Jahr kein einziges Antineutron sehen, wenn es nicht echt war. Das war eine gewisse Herausforderung. Dann
Wir hatten eine hochreine Kohlenstofffolie, die war tatsächlich hochrein, bis auf Wasserstoff. Das stand nicht in der Liste drin, weil das niemand messen kann, außer mit Neutronen. Das haben wir hier mit gemessen und der Detektor ist im Untergrund ertrunken. Deswegen mussten wir Lithium-6-Fluorid-Kacheln hier außen rumlegen. 20 x 20 cm, 2 mm dick, 900 Stück. Dafür habe ich mir 20 Kilogramm isotopenreines Lithiummetall besorgt und daraus 76 Kilogramm Lithiumfluorid gebacken. Das ist eine der exothermsten Reaktionen, die es gibt. Und unter Entwicklung von sehr viel Wasserstoff und Fluorsäure. Und deswegen, weil das so gefährlich war, habe ich das alles selber gemacht, 10 grammweise in einer kleinen Hütte in 1000 kleinen Töpfchen. Okay, dann hatten wir das Lithiumfluoridpulver, daraus haben wir dann die Kacheln gesintert. Das Lithiumfluorid ist sehr aggressiv beim Sintern, aber das hat dann schließlich auch geklappt. Ich bin jeden Abend nach Hause gekommen wie ein Bäcker von den großen Mengen Lithiumfluorid. Okay, ein fast noch größeres Problem war für die Längskomponente des Erdmagnetfelds ist die bei einem langen Rohr die Abschirmung null. Das ist so. Da war die Frage, wie kriegt man das hin und wie schlimm das Problem ist, zeige ich Ihnen hier. Wenn wir mit Mühmetall, aber so, einfach das Mühmetall reinstellen, das Erdfeld ohne Mühmetall ist dieser Strich und mit dem Mühmetall ist es das hier. Also 20 Mikrotesla Schwankungen, nicht homogen, weil es ja nicht konstant war. Und ich hatte dann über das Problem lange nachgedacht und war schon im Schuss gekommen, wenn wir ein Gegenfeld anlegen, dann ist das Gegenfeld, wenn das gegen das Erdmagnetfeld geht, muss ich auch die Restkomponente homogenisieren und kann dann komplett abgeschirmt werden und sollte dann sich zurückziehen in das Mühmetall und zwar um einen Faktor 1000 kleiner, Faktor 5000 kleiner als das Erdfeld. Das hat uns dann freundlicherweise den Gefallen getan. Sie sehen hier, das sind Mikrotesla und das sind Nanotesla. Das Ganze war entlang der Strahlposition von 0 bis 70 Meter. Und da ist uns hörbar ein Stein vom Herzen gefallen, weil wer will schon schuld dran sein, dass man 100 Jahre dass man 100 Jahre, 100 Mannjahre in den Sand gesetzt hat. Ja. Okay, das war ein Teil unserer Mannschaft dort, völlig durchgemischt, haben gut zusammengearbeitet und das Ergebnis nach einem Jahr Messzeit, wir haben kein einziges N-Bar-verdächtiges Event gehabt. Nach vorher festgelegten Regeln, das sind gut eingeübte Rituale, die die Teilchenphysiker da mitgebracht haben. Und daraus folgte, dass die Oszillationsperiode, die zeitliche von Neutron zum Antineutron, größer als 3 Jahre ist. Bei einer Neutronenflugzeit von nur 2 Zehntel Sekunden im Mittel. Ja. Und dem entspricht eine N-Bar-Aufspaltung in dem 2-Niveau-System von 10 hoch minus 23 eVolt und testet Modelle, das ist allerdings
dann immer mit den Modellen so eine Sache, da wird einem Gott weiß was erzählt, bei typisch 10 hoch plus 14 E-Volt. Ja? Okay, gegenwärtig wird an der ESS, der European Spallation Source in Lund, die gerade da aufgebaut wird, ein neues NNBAR-Projekt von den Amerikanern steht zur Diskussion und soll auch wohl gemacht werden. Und ich wünsche denen nur viel Glück. Ja, ja, dann ein weiteres Problem, was wir beim NNBAR hatten, Röhren schleppen, Datenberge abbauen. Das hat gewissermaßen die Gefahr geistiger Verödung. Und die Abhilfe dafür war, dass wir viele kleine Experimente noch nebenher gemacht haben. Und ein Beispiel sind die Dres Neutrons. Der Cohen Tanucci war hier in Palawa und hat erzählt, wenn man Atome mit Hochfrequenz berieselt, was es dafür Effekte gibt, wenn man das als Gesamt-QED-System betrachtet. Und ich habe gedacht, das Gleiche kann man mit Neutronen auch machen. Und tatsächlich, ich weiß nicht, ob ein Atomphysiker hier ist, aber was man sieht in dem gekoppelten System als Funktion des Magnetfeldes, ist die Energieaufspaltung. Das ist die Seemann-Aufspaltung für N plus N-Quanten. Und wenn man da Hochfrequenz stark macht, dann gibt es hier eine Niveauabstoßung hier und hier. Und die Atomphysiker kennen diese Kurve gut. Damit machen sie ihr Sisyphus-Cooling und Gott weiß was für schöne Sachen. Okay, und wir haben einfach einen Neutronenstrahl genommen, den mit Hochfrequenz beschossen, ein Magnetfeld lang, und dann aus der Spinnenrotationskurve, die wir gemessen haben, rekonstruiert das Energieniveau und haben das hier rausgekriegt. Wir haben dann auch gemessen, dass gleichzeitig, wenn man das mit Hochfrequenz bestrahlt, die Neutronenspinnenrotation im Flug sich verlangsamt und bei einer kritischen Feldstärke stehen bleibt. Die kritische Feldstärke ist dann, wenn hier die Seemann-Aufspaltung gerade verschwindet. Und das sieht man hier, das sind bei 1,7 Millitesla Hochfrequenzleistung bleiben die Neutronen einfach stehen. Und wir haben auch hier an den Stellen, was man aus der Atomphysik kennt, Level-Crossing-Signale gesehen in unserem einfachen System. Und was waren die Motive, außer dass das ein schönes Experiment war? Erstens, was mich immer ein bisschen geärgert hat, die Atomphysiker haben gesagt, na klar, das sind Effekte, die beruhen auf der Interferenz von ein- und auslaufendem Photon. Das ist nicht ganz falsch, aber nicht zielführend. Und wir haben das einfach deswegen daran gezeigt, dass man das auch völlig ohne Licht machen kann. Ja? Und das Zweite war, wir haben gehofft, das war unser Hauptziel, dass man NNBAR ohne das teure Mühmetall machen kann. Weil, wenn es keine Spinnrotation gibt, gibt es kein Magnetfeld. Und wir dachten, wir könnten dann im Erdfeld NNBAR machen. Das hat vor allem mit den Level-Crossing-Signalen wäre das ganz gut gegangen, aber das hat sich dann nicht bewährt, weil die Homogenitätsanforderungen an das Feld waren so groß, dass wir trotzdem wieder die gleiche Menge Mühmetall gebraucht hätten. Und deswegen haben wir das gelassen. Wir hatten das auch beim ILL einen Antrag gestellt, dass wir das Experiment machen. Die Gutachter sagen, wenn es das gäbe, dann wüssten wir das. Ich war da ein bisschen im Dilemma, weil zu dem Zeitpunkt hatten wir das Experiment schon gemacht, aber das konnte ich schlecht sagen. Ja. Meine Mitstreiter an dem Experiment waren der Diplomant, der Herr Muscat, und der Herr Scherb vom ILL war ein Jesuit. Und
Wir haben den immer geneckt, wenn wir sonntags gearbeitet haben, ob er das überhaupt dürfte. Und dann hat er uns einen Vortrag gehalten über Artes, Liberales und ohne Ras, Servilia und was da für ein großer Unterschied sei. Auf jeden Fall, er würde sonntags sehr gerne hämmern. Und okay, er hat uns noch einen Trick verraten, wie man die Nacht gut übersteht, ohne einzuschlafen. Der sagte, man muss einfach um Mitternacht nochmal Mittagessen essen, weil man sackt ab wegen dem fehlenden Zucker und nicht wegen der fortgeschrittenen Zeit. Und da ist vielleicht was dran. Das zweite kleine Experiment, was wir gemacht haben, war die Periphasen. Ich hatte damals, war es noch möglich, dass man einfach in die Bibliothek geht und Zeitschriften en masse scannt. Das hatte ich mir angewöhnt und ich hatte da ein merkwürdiges Paper von dem Herrn Berry entdeckt, der sagte, dass die Phase eines Teilchens sich merkt, die Vergangenheit, was mit ihm passiert ist. Und das hatte mich gereizt und dazu eine Exkursion im Parameterraum. Dazu braucht man einen Parameterraum. Das war bei uns das Magnetfeld mit den Magnetfeldkomponenten. Man braucht noch einen diabolischen Punkt, den man umkreist. Diese diabolischen Punkte, die hatte Edward Teller in den 30er Jahren postuliert, dass Energieflächen in einem System sich nur an Punkten berühren und die sehen so aus und das ist der Seemann-Effekt als Funktion von Bx und By und das ist ein schöner diabolischer Punkt und um dem sind wir haben dann das Magnetfeld längs des Strahles so gemacht, das sind wir hier einmal außen rum gefahren und dann kriegt man die Periphase, das sollte eigentlich ein Cosinus sein und was vom Cosinus abweicht ist die Periphase. Okay, das haben wir dann ausführlich durchgemessen in allen Kombinationen und das hier ist die Verzögerung durch die Periphase. Der Herr Bitter ist später zur AEG gegangen, hat dort diese die blauen Bahnhofsanzeigetafeln erfunden, auf denen man die Verzögerung der Züge feststellen kann. Gut, wir haben weiterhin den Perkyron-Neutronenzerfall weiterentwickelt, durchgenudelt. Und haben viele Fis-Reflectors und mehr als 20 Fis-Reflectors aus unserer Arbeitsgruppe, fast genauso viele Physics-Letters. Für einen EPL-Beitrag mit dem Herrn Mampe haben wir beide zusammen damals den Stern-Gerlach-Preis bekommen. Also, dass wir gegen die Vorgabe der Gutachter, dass wir nichts neben Enenbar machen dürfen, verstoßen haben. Das wurde uns, glaube ich, hinterher dann verziehen. Wir haben noch viele kleinere Kleinprojekte gemacht zu allem, was damals aktuell war. Ich hatte am ILL zwei Mitstreiter, den Herrn Mampe, der schon auf dem Gebiet gearbeitet hat und den Herrn Schreckenbach, der heute noch mit seinem Reaktor-Neutrino-Spektrum, die Messung ist noch in aller Munde, er hatte damals gerade eine Expedition zur Erstbesteigung des Daulagiri 3 geleitet und in Kontinentaleuropa waren wir zurzeit nur wir drei auf dem Neutronenteilchenphysik-Sektor tätig und natürlich noch die Russen und die Amerikaner. Engländer. Später kamen dann in Kontinentaleuropa noch verschiedene andere Lehrstühle dazu und in letzter Zeit ein ganzes Dutzend in den USA und in Kanada. Wir haben zu dritt eine Reise nach die Sowjetunion gemacht. Das war die merkwürdigste Reise, die ich je gemacht habe. Die hatten uns eingeladen, wir sollten da alles anschauen, aber wir haben dann gesagt, wir würden auch gern nach Baksan gehen und uns das Untergrundlabor anschauen. Da haben sie Njet gesagt
Und dann haben wir zurückgeschrieben, wenn nicht, dann kommen wir nicht. Und dann haben sie gesagt, okay, dann sind wir gekommen. Und die haben sich, war komisches Volk, also haben sich lange überlegt, warum wollen die wohl in den Kaukasus? Und dann haben sie sich überlegt, die wollen sicher in den Kaukasus, weil das sind zwei berühmte Bergsteiger, die wollen sicher auf den Elbrus. Dann haben sie uns zwei Dutzend Schuhe hingestellt, wo wir uns Stiefel ausleihen konnten, aber wir hatten sonst nichts dabei, aber wir sind zum Spaß drauf eingegangen und wir sind dann immerhin die letzte Hütte, an der wir vorbeikamen, da stand 4300 Meter, dann sind wir noch ein ganzes Stück hoch, aber dann wurde es uns ein bisschen spanisch, das Bild hat uns einen leicht verwunderter russischer Bergsteiger aufgenommen. Ich selber hatte mir mein Unterhemd über den Kopf gezogen, weil ich keine Sonnenbrille hatte. Und okay. Bitte. Das war, glaube ich, im Sommer, aber ich hatte volles Vertrauen, dass die beiden Kollegen wissen, was sie machen. Ja. Zu der Zeit gab es auch eine Anfrage von Max Planck, was ich machen würde, wenn ich da hingehen würde. Dann habe ich denen drei Vorschläge gemacht. Habe den Herrn Poch, der ist leider nicht hier, einen Brief geschrieben. Ich würde gerne ultrakalte Atome machen. Das Wort gab es damals noch nicht. Das kam erst ein paar Jahre später. Mit den Nobelpreisen und nach dem Muster ultrakalte Neutronen, das ist halt in dem Potenzialminimum, die Atome fängt. Also als zweite die Tunnelmikroskopie, das gab es erst die ersten Konferenzberichte vom IBM über die Tunnelmikroskopie, das hat mich interessiert, weil ich an zweidimensionalen Systemen interessiert war, habe ich einen Konferenzbericht mitgeschickt mit meinem Brief. Und drittens Atomstrahl-Spin-Echo nach Muster von dem Neutronen-Spin-Echo, das was später der Herr Dekiewicz gemacht hat. Am MPI war mir völlig klar, die waren natürlich sauer, dass ich keine Kernphysik dabei machte, aber ich hatte gerade in Grenoble meine Experimente hochgefahren und wollte nicht schon wieder irgendwelchen anderen Quatsch machen. Ja. Gut, das 1991, also ich war von 85 bis 91 am ILL als Senior Scientist. 91 lief mein Term in Grenoble aus. Gleichzeitig ging das ILL kaputt für 5 Jahre. Ich hatte eine Professur angeboten gekriegt beim Herrn Gläser in der Gruppe in München. Allerdings, das Atomei hat nur ein Hundertstel Intensität gehabt vom ILL, das war dann nicht so attraktiv. Und okay, ich wurde dann das erste Mal in meinem Leben, hatte ich eine Dauerstelle, wurde bayerischer Beamter. Der Herr Zedmeier hat uns als Ratschlag mitgegeben, wir sollten in den ersten 50 Jahren nicht versuchen, bayerisch zu reden. Das war dann auch nicht nötig. Habe ich in Schwaben auch nicht gemacht. Und okay, da habe ich erst mal gesehen, was ein Klumpenrisiko ist. Ja, wenn sich alle Arbeitsgruppen an einem großen Apparat hängen, das nennt man ein Klumpenrisiko. Ja, aber alle Risiken haben auch Chancen. Ich musste ein halbes Dutzend Doktorarbeiten von einem Tag auf den anderen umpolen, weil es keine Neutronen mehr gab. Und ich möchte hier ein Beispiel nennen, auf Diagonal Periphases. Wir haben statt Neutronen die Periphasen mit Mikrowellen gemessen. Unser Parameterraum war der Raum der Formen, in dem wir den Mikrowellenresonator verformt haben. Im Frequenzspektrum gab es einen diabolischen Punkt. Das hier ist der Parameterraum, das hier sind die Frequenzen, nicht die Energie. Und wir haben den Resonator so verformt, dass wir einmal um diesen
diapolischen Punkt rumgefahren sind und tatsächlich hat das elektrische Feld da drin bei einem Umlauf das Vorzeichen geändert. Die Argumentation ist ein bisschen komplizierter. Und das war okay, aber damals haben schon viele Leute Periphasen gemessen. Dann würde ich das nicht erzählen, aber spaßeshalber haben wir dann dasselbe für einen effektiven Spin 1 gemacht. Wir haben nach einer zufälligen effektiven Spin 1 Struktur gesucht, wo hier nochmal m gleich 0 dabei ist und hier hat sich und das haben wir geändert. Sie sehen hier, dieser Rechteckresonator, der ändert so ganz leicht seine Form. Die Ecken, die sind mal treten sie hervor, mal gehen sie zurück. Auf jeden Fall war das so, für m gleich 0, damit haben wir angefangen und wenn wir da einmal ab, herrje, wenn wir da einmal außen rum gefahren sind, dann war vorher und hinterher das Pattern das gleiche. Also hier rechts oben war es gelb und hier ist es auch gelb. So wie das der Herr Berry nach seiner Regel vorausgesagt hat. Aber wenn wir zu m gleich plus minus 1 gegangen sind, dann gab es einen Vorzeichenwechsel. Sie sehen hier am Anfang ist hier rechts rot und wenn wir da einmal rumgegangen sind, ist es rechts gelb. Das heißt, bei m gleich plus minus 1 hatten wir einen Vorzeichenwechsel entgegen dem, was der Herr Berry gesagt hat. Der Herr Berry ist dann angereist gekommen und hat gleich verkündet, do not be depressed if I find in 5 minutes what you did not find in 3 months. Aber alles, was er gesagt hat, haben wir schon ausgeschlossen gehabt. Das Problem ist übrigens isomorph zur CKM-Matrix. Aber okay, dann kam, das war 1995, die nächsten 5 Jahre kamen noch ein paar PRLs zu dem Thema, alle falsch. Dann habe ich, als ich das letzte Mal am IL war, habe ich ein paar Theoretiker aufgetrieben aus Nozieres Gruppe, die haben das Problem erschlagen. Sie haben die Berrys Theorie vervollständigt um off-diagonal Berry Phases und das hat unsere Messungen erklärt und hat Berrys Theorie vervollständigt, was er dann auch zugegeben hat, fairerweise. Das heißt, man kann New Physics in einem Mikrowellenofen finden. Ja. Weitere Ersatzthemen, der Herr Abele hat das 17 KeV-Neutrino erschlagen, der Ulrich Schmidt hat ein ganz interessantes Paper geschrieben über spontane Neutronenpolarisierung, was eine Paritätsverletzung vortäuschen kann, wo keine ist, und hat die ersten Supermirror-Neutronenleiter gebaut. Möchte ich nicht weiter darauf eingehen. Der Oliver Zimmer hat ein polarisiertes Protonentarget gebaut und da hat einen Stern-Gerlach-Effekt ohne Magnetfeld gemessen. Die Erklärung ist hier in aller Kürze. Herr Bitter hat einen Bar dann ausgewertet. Und ich war auch in der Planung vom neuen Münchner Reaktor beteiligt. Das hier ist der Herr Schreckenbach wieder. Der war zurück nach München gegangen und hat das Atomei geleitet. Meine Aufgabe war im Stadtrat in Garching Reklame zu machen und das war sehr einfach. Als der Tagesordnungspunkt aufkam, habe ich gesagt, ja, das brauchen wir für die Forschung. Und da haben alle im Kopf genickt und da hat sich eine junge Dame gemeldet und da habe ich gedacht, so, jetzt kriegen wir mal ein bisschen Gegenfeuer, das wäre ja enttäuschend. Und die hat dann gesagt, können wir auf den vorherigen Punkt zurückkommen mit der Parkplatznot in Garching. Das war genau so. Der Herr Schreckenbach, bei dem war mal ein Fernsehteam, das hatten gefragt, ist das wahr, dass das Atomei Tritium ausspuckt? Und da hat er gesagt, ja, das stimmt, aber nur ein Tausendstel von dem, was gesetzlich zugelassen ist. Und im Fernsehen kam dann von unserem wahrheitssuchenden Medium, ja, das stimmt,
Cut. Ich bin dann 93 nach Heidelberg zurückgekommen, habe dort einen Lehrstuhl aus der Hochenergiephysik übernommen, was mich sehr verwundert hat, weil bisher bei allem waren immer, wenn ich was ich erlebt habe, war, dass Mehrheiten sich auf Kosten von Minderheiten ausweiten. Das war hier gerade das Gegenteil. Der Herr De Kiewit hat dann schließlich das Atomstrahl-Spin-Echo, von dem ich lange geträumt hatte, realisiert, hat erstmals viel beachtete Arbeit die Casimir-Kräfte zwischen Atomen und fester Materie gemessen, mit Hilfe von Quantenreflexionen. Der Ulrich Schmidt hat zu den Sachen, die ich vorher schon erzählt habe, noch dazu gemacht, eine verlustfreie Polarisierung von ultrakalten Neutronen. Man schickt einen unpolarisierten Strahl in eine Blackbox und hinterher kommen sie ohne Intensitätsverlust alle polarisiert raus. Das widerspricht allem, was man weiß über Langevin. Über die Gesetze der Physik. Kann sie Ihnen vielleicht erklären bei der Nachsitzung, wenn er kommt. Wir haben ein Nullfeld-Spin-Echo aufgebaut in Garching, hat dann, es war 2 Jahre in Seattle, hat dann die Gravitationsmessungen dort entscheidend gepusht und so weiter. Und hier, was er sonst noch gemacht hat, können Sie Anfang Januar im Teilchenkolloquium hören. Der Able hat weiter Neutronenzerfall gemacht. Neutronentomographie, hier sehen Sie, wie Diesel eingespritzt wird in den Motor und also lauter schöne Sachen. Er hat dann die Quantisierung von ultrakalten Neutronen im linearen Gravitationsfeld der Erde gemessen und das Letzte, was er gemacht hat, war, dass er zwischen diesen Quantenzuständen des Neutrons im freien Fall, also die Neutronen fallen schrittweise runter, das liegt aber nicht dadurch Reflexion von der Wand, sondern das liegt am Gravitationspotenzial. Er hat jetzt hier zwischen diesen Quantenzuständen hat er Übergänge induziert und stimmt alles, das Frequenzspektrum stimmt, die Abhängigkeit von der Resonanzfeldstärke, das macht er durch Vibration, stimmt und dadurch kriegt er sehr, sehr schöne Limits, wo alle nachsuchen für Extradimensionen, Chamäleons, Dark Matter und was die Schlagworte alle sind. Aber ich gehe da nicht drauf ein, wenn die Heidelberger das hören wollen, dann können sie ihn ja mal einladen. Ich bin dann wieder nach Grenoble gegangen, wurde gefragt, ob ich das Institut leiten wollte. Wir kannten uns schon seit einem Vierteljahrhundert. Wir kannten uns schon seit einem Vierteljahrhundert, das heißt, wir wussten, was für. Okay, der Herr Heinze hat das Heidelberger Institut immer Directors Inc. genannt und es gab die Phrase: Wer nach so einem Posten strebt, ist eine Fehlberufung. Aber wenn man berufen wird, dann soll man das annehmen. Kennen Sie ja alles. Ich wusste auch um die Risiken. Ich habe meine früheren Direktoren am ILL geschaut, was mit denen passiert ist. Von denen ist wissenschaftlich keiner mehr auf die Füße gefallen. Und kaum hatte ich einen Posten angenommen, hat mir das BMFT, der Ausschuss, alle Gelder gesperrt mit dem Argument, ich sei es an der Quelle des Reichtums. Okay. Ich glaube, ich höre hier auf. Den Rest können Sie nachher in meinem Bericht lesen. Ja, danke für Ihre Geduld.